Hallöchen! Moin. So, es ist Pilzsaison, angeblich das ganze Jahr, Ja, aber. Pilzsaison kannst du das ganze Jahr kannst du Pilze sammeln. Super, das interessiert mich aber die Bohne. Jetzt schmecken die Pilze langsam am besten. Ja, wir haben Pfifferlinge heute machen Pilze. wir. Ja, Pfifferlinge, wir werden noch ein Rezept mit Pfifferlingen machen. Ja. Auf jeden Fall machen wir heute. Das Einfachere von Was denen. Einfacheres, es ist auch was Leichteres für den Sommer. Gut, es ist ein bisschen Sahne dabei, Tomaten, Zwiebeln, Parmesan, Salz, Pfeffer, Basilikum und Pfifferlinge. Pfifferlinge. Und wir machen ein italienische Pfifferlinge in einer Sahnesoße. Unglaublich, oder? Ja. Ah. Wir haben alles schon mal vorgeschnitten, damit weil das Rezept dauert eigentlich auch nicht lange. Die Nudeln kochen schon. Ja, haben wir kurz davor reingehauen. Danach gleich auf Aufnahme gestartet, Genau. gedrückt. Gerade die Pfanne schon angeheizt. Ah, stimmt, die habe ich ja wirklich schon angeheizt, oder? Nee, die habe ich wieder Hast du wieder ausgemacht. ausgemacht? Ich habe sie wieder ausgemacht. Ja. So. Gut, dann kannst du die Smantell. Es ist ja noch nicht ganz Ach so. heiß. Warte. Als Jetzt hast du erstes. nämlich nichts mehr zu tun, das ist nämlich jetzt ein Ja, Nachteil, wenn wir alles eben. vorher schneiden. Das ist echt langweilig hier. Also müssen wir noch ein bisschen koordinieren, wie man das ab Du sofort musst machen. irgendwas musst du zu tun haben. Was Im muss ich denn zu tun haben? Notfall. Wir haben schon alles Mögliche vorgestellt und Ja, dann rede bitte. Ich mache dann dann rede natürlich. ich jetzt mal. Ja, was soll ich sagen? Wir werden noch ein Rezept kochen, aber nicht heute. Sondern nächste Woche. Genau, vielleicht. Wir wollen auf jeden Fall zusehen, dass wir immer so ein bisschen zur Jahreszeit passend auch Ja. was finden, weil das wäre ja auch sinnvoll. Ihr werdet eh sehen, das wird sich in der Zeit immer ein bisschen ändern. Ja, wir werden weiter noch ein bisschen durchquatschen, wollen aber versuchen, Das kürzer zu fassen ein bisschen kürzer zu fassen, und ein genau. bisschen professioneller aufzuziehen. Ein Ja, bisschen. wir werden Bisschen den zu Anzug viel? dastehen, also Kaui zumindest. Genau. So, die Zwiebeln dünsten wir jetzt Den an. ersten Schritt habe ich ja schon getan. Genau. Die Zwiebeln werden jetzt glasig angedünstet. Gedünstet. Gedünstet. Ich glaube, ich habe ein bisschen Öl, viel Fett Ach genommen. Quatsch. Ja. Mit die paar Zwiebeln ist das genau richtig. Noch kannst du ja was Nee, abgießen. nee, nee. Das Naja, passt dann schon. bleibt's. In der Zeit. Wir haben früher immer was vorgestellt Ha? zum Thema Essen, Was willst du Trinken. da heute vorstellen? Und heute, da wir unseren Kanal ja wirklich aufs Gaming ausgelegt haben und ich im Let's Cook eigentlich das überhaupt nichts damit zu tun hat, werde ich heute mal euch ein kleines Spiel zeigen. Wir hätten da auch einfach im Beutel bis rumtragen können. Nee. Ne? Gehört da nicht. Ich meine bloß, wäre ohne Idee gewesen, aber. Wäre das Spiel, was ich hier habe, ist von, oh, die Kamera sieht man, von Fireproof. Ah, nee, man sieht mich ja nicht, Nee, schade. sei froh, du musst in die Kamera gucken. Der Bauch. Das wollte ich schon immer noch So. machen. Das wollte ich jetzt bei jedem Let's Cook auch haben. Das Spiel heißt The Room oder ja, The Room. Und es ist so ein Rätselspiel. Ich werde bloß mal ganz kurz Du reinschalten. könntest ja eigentlich könnte man daraus auch ein Let's Play machen, macht aber das umständlich, ne? Weil Würde gehen, würde gehen, würde gehen. Erkläre ich dir mal ein anderes ja. Mal. Vielleicht machen wir das auch mal. Das Spiel geht darum, du hast eine Schatulle einfach vor dir stehen, die du öffnen musst. Du hast dafür viele verschiedene Seiten bei Schatullen und Anja, viele. bist jetzt länger, du hast Ja, gerade. es lädt noch. Die Schatulle sieht so aus. Ja, es macht sich. Ja, so sieht die Schatulle aus. Und die kann man jetzt hier so drehen. Und jetzt muss man hier halt Rätsel lösen. Ich werde jetzt hier keine Rätsel vormachen. Aber zum Beispiel hat man hier ein Okular und dann sieht man noch was anderes. Das kann man dann ranzoomen und hier so ein bisschen hin und her schweifen. Auf jeden Fall ist das Spiel genauso aufgebaut. Du hast die Die ganze Pfifferlinge Zeit. kommen rein. Ja, die Pfifferlinge kommen rein, das zeigen wir. Gut. So. Und du musst halt lösen. Ja, die Schatulle halt lösen. Zum Beispiel hier kann man ranzoomen und hier was aufdrehen. Als kleiner Spoiler, Mini-Spoiler. Und sich hier ein Fernrohr rausnehmen. Du hast dann ein Inventar, was du hier untersuchen kannst. Und dann geht's los mit Spielen. Das ganze Spiel kriege ich wo?
Das ganze Spiel ist im App Store zu erhalten. Das ist aber mal ein Spiel, was kostet. Ich kaufe ja selten Spiele, die kosten oder überhaupt. Also selten Spiele, ich aber unter Android. Also Android, ja. Nee, es gibt es für mich auch für iOS, wenn ich nicht täusche. Ja? Ja. Auf jeden Fall, also bei Android kostet es jetzt 1,79, finde ich okay. Boah. Macht aber echt Laune, man kann echt einen ganzen Abend damit verbringen. So. Ja, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall. Das ist okay. Und das Schöne ist, wenn man es zu zweit macht und der andere bloß zuguckt, fällt er automatisch dabei ein. Naja, so. Ist das mal passiert oder was? Ja. Und ich behaupte dann noch felsenfest, ich hab nie geschlafen. Und jetzt. Ja. Ja, das ist mir so ergangen. Der hat ja ewig gebraucht. Also ganz ehrlich, fürs Level 2. Hallo, es war auch nachts irgendwann. Ja. Da war nach der Gamescom irgendwo. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir da eine Dreiviertelstunde, habe ich für das eine Level gebraucht. Du glaube ich auch. Ja. Aber das finde ich okay. Also das Spiel dauert ein bisschen. Aber so viele Level sind ja auch nicht. Aktuell 4 Level, aber die sind noch am Weitermachen. Was machst du jetzt? 4 Löffel. Ach ja, 4 Löffel. Bei ihm sind es ja Löffel. Das ist eigentlich mein Geld für dich, aber naja. Nee, den hast du auch noch nie gebracht. Ja, aber ich? Ja, nee, hast du noch nie. Ja, du sagst immer zum Level, sagst du immer Löffel. Ja, aber du hast ja noch nie in der Aufnahme gebracht. Das kann sein. So, was soll ich jetzt machen? Ja, lass doch mal. Pfifferling grün kriegt daran anbraten. Ja, das mach ich doch schon. Ja, dann mach das doch mal. Na, die brennt doch schon. Na, aber der ist der große. Die hey, lass sie doch mal ganz. Ja, willst du schon riesen Pfifferling im Mund haben? Ja, klar. Die anderen sind auch schon zerfallen. Na, grün kriegt halt anbraten. Den mach ich ja auch. Na, mach doch. Die hat der Marco nämlich vorhin abgewaschen. Geputzt auf Deutsch. Achso. Putzen tut man nie. Nee, hat den Geschirrspüler reingetan und. Genau. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die zu putzen. Pfifferlinge. Eine Möglichkeit kenne ich. Einfach, also es muss dann aber schnell gehen, in Wasser tun. Einfach in Wasser reinhauen und putzen. Hm? Muss aber dafür schnell gehen, weil die sich relativ zügig mit Wasser vollsaugen. Und dann schmecken die nicht. Verlieren an Geschmack. Und werden Basarich. Meinen Sie nicht, dass sie inzwischen mal halbwegs angefroren sind? Ja, meine Güte. Ich hab halt die Angst, dass die. Oh, die machen. Die ach, hört man nicht. Die nee, machen schon die Geräusche, wenn so, 150 ml Sahne kommt jetzt noch dazu. Ja. Nachdem die gründlich angebraten sind. Sind sie ja auch. Ich habe jetzt ein bisschen runtergedreht sogar. So zum Ablöschen. Ja. Ja, du musst weiter runter, sonst ist die Sahne weg. Das hättest du ja auch vorher sagen können. Ja. Hätte man. Hätte. Wir können ja im Notfall ein bisschen mehr rein. Ja, 150 ml. Angabe, ja. Wir haben. Ja, musst weg. Dann nehmen die mal wieder runter von der Platte. Sonst, kannst du hier hinstellen. Sonst hammerdicke Sahne, das ist dann auch nicht das Leckerste. Immer schön rühren. Achso. Ja, musst du schon sagen. Ja, mach ich. Wir tun den Rest noch dazu. Ja. Das sind jetzt 200, aber das reicht ja, das ist eh besser, weil 150 ist ganz blöde Angabe, eigentlich, ja. Weil... In den meisten Löchern sind 200 drin, in Schlagsahne. ja, gut. Kannst du da mal den Umrühren kurz? Ich denke mal, das ist gleich durch. Oh, ich mache halt schon wieder alles dreckig. Ja, du dich. wie soll das werden, wenn wir hier im Anzug dastehen? Ja. Im Puma-Anzug. Mit Pelz im Winter dann. Ja, abfrieren. Weil es warm wird. So, gut salzen heißt es. Aber wenig Pfeffer. Und wenig Pfeffer. Ja. Habe ich sogar auch gelesen. Ja, wenigstens etwas. Also so viel Soße ist es gar nicht, wa? Nö. Aber so viel Nudeln ja auch nicht. Wir können die Nudeln dann eigentlich auch dazugeben. Ja, mach mal so. Soll ich sie mal wieder ein bisschen erhitzen? Und leicht salzen? Ja. Du kannst sie auf der Restwärme rufen lassen. Und ein bisschen pfeffern. Ich denke, das können wir so tun. Und dann kommt noch Basilikum dazu. Jetzt ist natürlich die Sache, man kann frisch gezupften nehmen, man kann aber auch Färschen nehmen. Wir nehmen wieder hier getrockneten. Weil der ist einfach länger haltbar. Ja. Weil jedes Mal, wenn ich hier manchmal ein Rezept mache, wo ab und zu mal Basilikum. Ja, man haut Basilikum da drüben mal runter. Das war's mit dem Haltbar von Basilikum. Aber man muss echt sagen, wo wir das letzte Mal hatten, die wahren Gewürze sind echt
teuer. Ja. Gewürze holen, das ist ja Wahnsinn. Also darum werde ich im nächsten Leben auch ein Gewürzbauer. Ja. Und was pflanzt du an? Koks. Nein, ach, du hast ja da noch Milch drin, Asana. Ja, tut mir leid, Mama. So, zusammengekehrt. So, kann ich noch weitermachen? So. Noch mehr Sahne. Meine Güte. Nee, ich würde euch empfehlen, wenn ihr dasselbe macht wie wir, nehmt gleich einen Halbbecher. Na, was schmeckt's? Sehr viel Basilikum, aber ist okay. Salz noch. Ja. Pfeffer finde ich angenehm, aber Salz. Das meint mir jetzt mit gut salzen. Ja, weil wahrscheinlich die Pfeffer und die Sahne, die werden halt zu wenig. Ja, und Zwiebeln. Genau, und So, hast du jetzt da gerade umgerührt? Hatte ich vorhin gerade. Kannst du mal eine rausgeben, dann kann ich die schon mal... Soll ich mal eine rausfischen? Abtesten. Ich muss aber hier erstmal umrühren. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt mit dem Würfel rangehe, dann muss ich ja dem verschwinden. Oh, die ganze Soße wegnehmen, ne? Ja. Ist ja ärgerlich. So? Das sind schon zwei. Echt? Das ist ja Wahnsinn. Ich tue mir zwei. Danke. Ja, die sind auch gut. Die sind gut? Mhm. Das tust du auch bitte ablöschen. Ja. Und jetzt? Tja, die Tomaten, wir hauen sie jetzt einfach rein. Steht nicht da. Ja. Die tun wir jetzt noch dazu, ich koche ab. Weil die werden nur leicht noch mit erwärmt jetzt eigentlich. Genau. Und dann tun wir die Nudeln einfach hier mit reinhauen. Genau, wir hauen sie rein. Und dann ist Feierabend. Dann hat sich das ja eigentlich schon gemacht. Aber es ist doch ganz schön wenig für die Menü. Ich mache schon aus. Ja, für zwei Personen. Wir kochen ein bisschen weniger ab und zuvor. Wir haben manchmal dann echt das Problem gehabt. Wir konnten fast 3 Wochen davon essen. Naja. Ja, 3 Wochen ist ein bisschen okay. 2,5. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wenn der Teller dort drin jetzt geplatzt wäre. Wegen der absoluten Hitze. Ist ja keine absolute Hitze drin, da ich bald das Wasser drüber laufen lasse. Verstehst du das? Nee, natürlich, Nudeln ist natürlich scheißegal, welche man nimmt. Also, so, es ist keine Wahl eigentlich. Sozial ist jetzt zwar Macaroni oder sowas. Ach, diese Rädernudeln mit den Rädern. Achso, wir hatten die. Und aber auf der anderen Bild war ja auch. War wieder Spirelli. No. Penne gibt's. Oh, und wir haben. Wie heißen sie? Korkenzieher. So, haust du rein. So. Dann rühre ich ein bisschen. Ja, das ist wirklich fast ein bisschen wenig Soße, oder? Naja, ist halt so. Ist halt ein leichtes Gericht für Pilzen. Für den Sommer. Für den Sommer? In der Pilzsaison. Im Sommer. Naja, man muss die halt jetzt nicht kaufen, um die dann im Sommer zuzubereiten. Ja. Die halten sich auch so lange. Stimmt, ich frage sie durch, wie das Schneidebrett heute da hat. Das ist ja Wahnsinn. Braucht man überhaupt nicht. Und diesmal habe ich sogar alles geschnitten. Ja. Weil du ja gezupft hast. Ach, gezupft. Geputzt hast du. Gezupft. Du hast Augenbrauen zupfen. Du hast einen Hühner. Du hast einen Hühnerfeder ausgezupft. So. Gut, dann. Warte mal, ich spiele nochmal immer so. Oh. Hm, sehe ich. Und das kannst du servieren. Genau. Aber ich wollte wirklich. Ja, das ist super, wenn man den Löffel wieder reintut. In relativ kurzes Essen. Das macht man ja auch nicht. Ja, man tut es in den anderen Topf. In den anderen oder auf den anderen? Beides. Achso. Ah, das ist jetzt. Achso, also eigentlich so. Ja. Das ist ja auf den Topf und in den Topf. In den Kopf, genau. Auf den Topf. So, dann machst du das an und dann zeige ich genau, das in der Zeit. Genau, kannst du schon mal zeigen. Das sieht jetzt so aus. Korkenziehernudeln, Pfifferlinge, leckere Tomatas. Tomatas? So nochmal. So ist schöner. Oh. Also, riechen tut es nach Basilikum. Mit keinen Hasten noch rein. Keine Ahnung, das heißt, es ist offen noch den Rest. Ich wollte es dir nur erstmal zeigen. So, hier, nur und da. Also von der Portion geht es dann doch eigentlich. Ja. Das ist wieder daneben. Ich hab nicht daneben. Ich dachte erst. So, jetzt willst du nochmal einen Löffel? Natürlich. Du nochmal 8. Warum denn 8? Warum denn?
Ich raste gleich aus. Gut. So, und jetzt muss ich auch nochmal probieren. Gut, dann probieren wir mal. Ich nehme meinen Pfifferling. Ach, warte, nein. Oh. Stimmt, ja. Der Parmesan fehlt. Wo ist er denn? Ach, da. Achso, nee, jetzt ein bisschen groß. Genau, großzügig soll das drauf. Ja, reicht, danke. Dann dreht man halt nochmal kurz rum. Ja, das muss ja um ja. Den Geschmackstest wirklich neutral zu halten. Neutral von mir? Ja, das war wieder bla, 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 ja, wie immer. Hm. Ja. Obwohl Parmesan stark einen Eigengeschmack hat, der könnte fast wieder... Schmeckt leicht nach Pfifferling. Die Soße. Pfifferling an sich schmeckt nach Pfifferling. Ja. Aber reicht dann so, das geht okay, erstaunlich gut. Schmeckt gut. Und das ist die Tomaten, was leichtes fruchtig ist. Genau. Gut. Da essen wir jetzt auf. Nu? Und sehen uns das nächste Mal wieder. Genau, bis dann. Macht's gut.